Morias para las demás mataduras. Das ist also die leuchtende Stadt Kyrene. Sehen wir uns die Zivilisation mal an, die die Römer den Griechen hier gebracht haben. Dunkle Haut, leichter Schritt, grüblerisch. Du musst der Sivaner sein, von dem Felix geschwärmt hat. Es braucht einiges, um den zu beeindrucken. Du musst gut sein. Aber lassen wir die peinlichen Vorstellungen. Ich komme lieber gleich zum Geschäftlichen. Dein Ruf eilt dir voraus. Wenn du gekommen bist, um für Gewinn und Ruhm zu bluten, dann empfängt dich Kyrene mit offenen Armen. Τι συμβανέστη! Παιδες, λέξον μη! Όδε! Όδε! Την σφαίρα ρίψον! Άπα, παιδιά! Σπάσματα τα ταϊστή! Μόρια σπαρασκευάσματα του καλεσμού! Sind viele Ägypter in Kyrene? Die Maus urteilt nicht über dich, aber du stichst heraus. Die Maus? Ein komischer Name, mein Freund. Ja, ja, ich bin die Maus, weil ich auch an die schwer auffindbaren Dinge komme. Wenn du mir zu meinem Geschäft folgst, zeig ich es dir. Ich habe Bögen, Klingen, Zepter. Du wirst nicht enttäuscht sein. Das garantiert dir die Maus. Herr... Bayek. Nun gut. Dann zeig, was du hast, Maus. Hast du keinen Ärger mit den Römern? Nun, du weißt, was man über unsere lateinischen Freunde sagt. Die Griechen haben den Dreier erfunden und die Römer haben Frauen hinzugefügt. Diese Maus schnüffelt hier weiß immer ich, wie man unentdeckt er hat bleibt, mir einen Herr Trank verkauft. Mit meinem Aussehen muss ich das. Die Leute meinen, die Maus und? Hätte nur hat Pech. Er hatte eine nicht, Woche dass ich Durchfall. Unternehmer und Jetzt Retter der Obdachlosen bin. Obdachlose? Die Kinder, Herr Bayek. Ich gebe ihnen Arbeit. Ein Dach über ihren kleinen...
Die Römerschweine haben eine Truhe mit in die Garnison genommen. Bitte holst du sie zurück. Und warum sollte ich das tun? Weil du weißt, wie es sich anfühlt, verachtet zu werden, unterdrückt von denen, die sich für was Besseres halten. Die Maus verendet auf der Straße, wenn niemand ihn unterstützt. Was wird dann aus den Kindern? Denkt denn niemand an die Kinder? Für meinen Retter würde auch eine üppige Belohnung rausspringen. Ich will nicht die Kinder auf dem Gewissen haben. Die Götter sollen dich segnen. Ich warte in der Taverne hinter den Badehäusern. Viel Glück, mein Freund. Kochert ihr? Papa, bevien! Die und jegone! Morias paraske, was ma da du da bist? Idiotin! Ein lovely movie! Dich im Wand, Pedes! Lexon, Lexon! Oui! Wow. Meine Dinadon, die sind Benny. Die, oh, die. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Die Truhe der Maus. Come on.
Das Sanguinum, as sepulcrum. Lames, punis et percutiamus eum. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Du hast mein Leben zum zweiten Mal gerettet, Herr Bayek. Ich bin gesegnet. Gesegnet durch die Götter, die dich an diesem wundervollen Tag zu mir schicken. Die Maus will dich umarmen, als ein Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Nein, danke. Dann Geld. Du sollst in Reichtümern schwimmen, die selbst Krösus erblassen ließen. Pass auf dich auf, Maus. Versuch nicht direkt in die nächste Falle zu tappen. Oh, welch Anmut, welch Verstand. Du verdienst mehr als bloßes Geld. Besuch mich später, dann gebe ich dir etwas Besonderes aus meinem Lager. War das Großartigste, das ich je sah. Und ich sah schon eine Schlange eine Katze verschlingen. Eine Katze? Ehrlich? Und wer bist du? Eseokles, aber meine Freunde nennen mich Ezio. Nun, Ezio, ich bin Bayek. Wie hast du das gemacht? Kannst du zaubern? Springst du nochmal für mich und meine Freunde? Auf dem Weg erzähle ich dir von meiner Heimat, der fantastischen Stadt Kyrene.
Wie könnte ich dieses Angebot ausschlagen? Geh voran, Ezio. Sherin. Fremder, Fremder, hierher. Meine Bande und ich geben dir eine Stadtführung, Bayek. Oh, eine Bande? Ja, ich bin das wichtigste Kind in ganz Kyrene. Das sieht man, Ezio. Gehen wir zu den Bädern. Da laufen die Menschen nackt herum und lassen sich mit Ölen einreiben und massieren. Ich hasse es, wenn meine Haare nass werden. Du nicht auch? Deshalb habe ich es ja auch abrasiert. Und hinter den Ohren waschen auch, oder? Ja, ein reicher Römer aus der Zitadelle ließ es erbauen. Wie auch immer. Er gab 10.000 Drachmen für einen Boden aus kleinen Steinchen aus. Und das für einen Ort zum Waschen. Wenn ich groß bin, suche ich mir eine Frau, für die ich mich nie waschen muss. Solche Frauen sind schwer zu finden, Ezio. Kannst du von da oben springen? Von ganz da oben? Das wäre sein Todesurteil. Na klar, mein Junge. Das mache ich mit geschlossenen Augen. Kommt alle her und seht Bayek fliegen. Niemand kann so hoch klettern, oder? Seht ihr? Ich hab gesagt, er ist tapfer. Ach du meine Güte! Was, wenn er abstürzt? Der klebt wie eine Eidechse am Stein. Ja! 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 Wuhu! Seht ihn euch an! Spring! Spring, Bayek! Ein paar dieser Angsthasen dachten, du verfehlst den Karren. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Das ist unmöglich, oder? Ich war mir selbst nicht sicher, Ezio. Durch die Luft wie ein Adler. Wohin als nächstes? Du bist Ägypter, ja? Mein Vater sagt, ihr betet andere Götter an als wir Griechen. Wir haben ein paar gemeinsam. Wie Serapis. Oh ja, Serapis. Hab von ihm gehört. Apollon ist mein Liebling und er ist griechisch. Er mag Poesie, Musik, Wein und das ganze Zeug. Aber ich finde ihn gut, weil er Pfeil und Bogen hat und gerne jagt. Jagst du auch gerne, Bayek? Oh ja. Ich habe immer mit meinem Sohn gejagt. Wenn du von Apollons Tempel springst, dann sieht er dir vielleicht vom Olympus zu und belohnt mich mit meinem eigenen Bogen, damit ich im Wald Hasen jagen kann. Das würde ich gerne sehen. Das ist er. Ist Apollon nicht beeindruckend? Mich sicher belohnen. Geschafft! Du hast es geschafft! Unser Freund Bayek macht das Unmögliche möglich. Apollon zeigte Battos seine fruchtbare Stadt und führte Battos Gefolgschaft als Rabe nach Libyen. Nun, du hast mir eine Herausforderung versprochen. Da oben darf niemand hin, außer den Römern. Aber du siehst aus, als kämst du mit ein paar mickrigen Legionären klar. Bist du bereit, Bayek? Ich präsentiere die Akropolis. Hier schießen sie zuerst und fragen dann.
Diesen Tag vergesse ich nie. Wir sollten ihn feiern. Ich ernenne dich hiermit zum Floh von Kyrene. Es ist mir eine Ehre. Mach's gut, Ezio. Und mach keinen Ärger. Ich kann's nicht versprechen, aber ich versuche es, großer Floh. Ich hoffe, du kannst bald wieder mit deinem Sohn jagen gehen. Das tue ich auch, mein Junge. Oh. Was für einen Augenblick. Das Schicksal unseres Gründers steht auf dem Spiel. Ich bin kein Philaketai. Ich bin ein Magi. Oh ja, aber natürlich. Das hätte ich sehen müssen. Diese Leute verstehen nicht, dass unsere römischen Freunde zivilen Ungehorsam nicht mögen. Warum protestieren sie? Sie fürchten, dass mit unserem Gründer etwas nicht stimmt, dem großen Bathos. Der Centurio hat das Grab verschlossen. Man munkelt, er habe die Toten geschändet. Er hinterließ eine gekritzelte Nachricht und ging zurück zur Akropolis. Bitte, jemand muss der Sache nachgehen, ohne die Römer zu alarmieren. Und wenn dieser jemand irgendetwas findet, könnte er mich hier treffen. Und ich helfe ihm gern. Auch die Griechen halten ihre Toten in Ehren. Und jetzt leiden sie genau wie Ägypter. Lea, Alkohol und Dummheit ist keine gute Kombination. Die Gruft wurde geplündert. Die Römer haben nach etwas gesucht. Haben die Römer keinen Respekt vor den Toten? Irgendwas fehlt hier. Der Gründer wurde wohl mit diesen Schätzen begraben. Der Bogen und das Medaillon sind fort. Die Römer sind kaum besser als Grabräuber. Jetzt erfahren die Griechen, wie die Ägypter sich fühlen, wenn das Land, die Toten und die Relikte von einer Invasionsmacht entweiht werden.
Dieser Ort wird schwer bewacht. Stante! Mora! Et donc, il t'est vos! C'est quelqu'un, Capitis! Tant que bon, vos mori, Vervis! Das muss Batus Bogen sein. Tibiave, ibi manere. Et exentere ames cules. Batus Medaillon. Der Priester wird froh sein, die Relikte wiederzusehen. Tante! Voilà! E dabo vos in consumationem! Ah!
Euer Misstrauen war nicht unbegründet. Die Römer haben Battos Schatz geraubt. Hast du die Relikte? Ja, sie wurden nicht mit dem nötigen Respekt behandelt. Diese dreckigen Grabschänder. Ich bringe Battos Medaillon in Sicherheit. Die Legende sagt, wenn es die Stadt verlässt, verlässt uns auch unser Glück. Und der Bogen? Er soll wieder im Dienste der Kyrenaika stehen. Bitte, behalte ihn. Und bring den Römern vielleicht etwas Respekt vor den Toten bei. Gerne. Der Gründer muss dich geschickt haben. Lebe wohl, Magi. Ich bin des Mordes angeklagt. Ich? Ich schätze das Leben mehr als alles andere. Selbstverständlich. Da ist ein echter Mörder da draußen. Er tötet meine Freunde. Beruhige dich und sag mir, was passiert ist, Maus. Ich traf mich im Badehaus mit ein paar Kollegen und plötzlich hat mich die Legion behelligt. Hast du deine Unschuld beteuert? Sie hört nicht zu. Sie bezichtigten mich des Mordes an Paulus Aurelius, den Geldverleiher, der hier abgeschlachtet wurde. Hatte rotes Haar in seiner Faust, aber nicht meins. Ich habe mich mit ihm getroffen, ja, aber als ich die Bäder verließ, war er noch sehr lebendig, am Trinken und Huren wie üblich. Ich bin vieles, aber kein Mörder. Ist schon gut, Maus. Ich glaube dir. Aber die Römer glauben einem Krüppel und einem Ägypter nicht. Hab Vertrauen. Halte dich bedeckt und warte auf mich in den Gärten des Zeus-Tempels. Im Badehaus sind vielleicht noch immer Spuren des wahren Mörders. Ich weiß, dass Mintos nicht der Mörder ist. Ich muss herausfinden, wer es war. Die Römer haben die Bäder abgesperrt. Ich suche einen anderen Weg. Capitis.
der Gestank des Todes. Und etwas anderes. Parfüm. Was erzählst du mir, Paulus Aurelius? Er hat etwas in seinem Hals. Eine Nachricht. Ich werde Kyrene von den Hedonisten befreien. Meine nächste Tragödie wird Kyrenes größten Schauspieler niederschlagen. Metrobius. Und es ist unterschrieben. Vesta. 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 Was hast du für ein Problem mit Vergnügung? Ich muss den Schauspieler finden, bevor die Mörderin wieder zuschlägt. Phanus wäre erschüttert, wenn ein Schauspieler stirbt. Was hat Vesta nur gegen diese Männer? Ist sie eine Hetäre, die ihre Kunden umbringt? Ich muss diesen Löwen loswerden, bevor ich den Verdacht bestätigen kann. Aber das ist wohl Vestas zweites Opfer. Ja, der Ägypter hat keine Angst. Er wird mich retten, Metrobius. Von Metrobius, dem zweiten Opfer des Mörders, ist nicht mehr viel übrig. Noch eine Nachricht. Metrobius hat sich das letzte Mal verneigt. Nur der Hurenbock ist übrig. Und er wird im Wolfsbau sterben. Diese Vesta hat einen Hang zum Dramatischen. Der Wolfsbau des Hurenbocks muss das hiesige Bordell sein. Wow. Mein Instinkt war richtig. Sie ist eine Hetäre. Aber sie sucht ihren Vater. Ich hoffe nur, dass ich ihn vor ihr finden kann. Ich bin zu spät. Noch eine Nachricht. Das muss der Hurenbock sein. Vater, du stirbst. Bist du jetzt still, Mutter? Bei den Göttern. Diese Vesta ist wahnsinnig. Das war's, Mutter. Alles vollbracht. Und ich komme bald zu dir und Vater. Ich kann nicht aufhören. Und ich will nicht ohne sie leben.
Warum mussten sie sterben? Auch ich habe Finsternis an. Wow. Vesta war keine Hetäre, sondern der vergessene Sohn von einer. Ich hoffe, die Duat wird aus dir schlau. Dann also wieder zu Smintos. Oh! Die sind Vanesti! Pedes, Lex und mi! Amaxa, elav, die Schrake! Amelisso! Die sind Vanesti! Eine Ode an den Löwen von Rom. Wow. Bayek, hast du den Mörder gefunden? Ja, der Sohn einer Hetäre. Als seine Mutter starb, überkam ihn schrecklicher Kummer. Er glaubte, dass ihr Kar keine Ruhe hätte, bis er seinen Vater findet. Ist er tot? Es tut mir leid, Maus. Er hat nicht mit sich reden lassen. Ich habe seine Briefe, und was darin steht, ist tragisch. Armer Junge! Wie traurig! Was wirst du tun? Werden die Römer nicht nach dir suchen? Ich habe einen Plan. Ein neues Leben in Apollonia, wo das Meer so nah ist, dass man das schmecken kann. Besuch mich dort, wenn du kannst, Herr Bayek. Viel Glück, Maus. Ich kenne die Schmiererei. Du hast wohl ein Problem. Das kann man sagen. Mein Bester, der thrakische Bär, ist entkommen. Er ist blutrünstig und verrückter als eine läufige Hyäne. Ich habe ein Kopfgeld ausgesetzt. Gutes Geld, falls du überlebst. Warum nennt man ihn den Bär? Nicht so schnell, Ägypter. Ich heure dich nur an, wenn du beweist, dass du den Bär im Kampf auch wirklich besiegen kannst. Mal sehen, wie du dich gegen ein paar meiner besten Kämpfer schlägst. Überlebe, dann reden wir weiter. Polymesto ist ein tödlicher Hurensohn. Er hat schon in allen Arenen der Republik gekämpft. Er brachte mir ein Vermögen. Dafür behandelte ich ihn wie einen König. Das beste Essen, die besten Huren. Vielleicht war ihm die Freiheit wichtiger. Meine Freiheit habe ich mir mit Schweiß und Blut in der Arena verdient. Ich bin nicht feige geflohen. Hör mal, mir ist egal, ob diese elende Pestbeule lebt oder stirbt. Aber er hat mein Schwert gestohlen. Caesar gab es mir nach meinem letzten Kampf. Und ich will es zurück. Julius Caesar? Kennst du noch einen anderen Caesar? Also gut, Männer. Zeigt diesem Ägypter ein paar römische Umgangsformen.
Dich schlitze ich auf! Mich schlägst du nicht! Das war ein Schauspiel! Du bist ein Kämpfer! Habe ich mich bewährt? Ja, schon gut, wird nicht übermütig. Man munkelt, ein Gehöft östlich von Kyrene wurde überfallen. Fang dort an! Der elendige, thrakische Hundeficker wird nicht leise abtreten. Aber die Belohnung gilt für die Waffe. Hast du verstanden? Ich finde deinen Kämpfer. Und die Trophäe. Haha, so selbstbewusst! Das gefällt mir! Vielleicht vergieße ich eine Träne, wenn er dich zerfleischt. Achtung! Jetzt muss ich vorsichtig sein. Da wie's hoch! Quiz, quiz es! Aufgespießt und gefoltert. Wofür? Information? In den Rücken geschossen. Wollte er fliehen oder sich verstecken? Hier ist doch was drunter. Ein geheimer Keller. Polymestor hat die Leute nicht ermordet. Sie halfen ihm. Konnte er das Fischerdorf erreichen? Thank you.
Oh. Kochert ihr? Ich suche einen Gladiator, den thrakischen Bär. Noch ein Handlanger des Lannisters. Wie viel zahlt er dir dafür, dass du mich umbringst? Er will nur sein Schwert. Ja, bedeckt mit meinem Blut. Wie hast du mich gefunden? Die Bauern? Tut mir leid, Polymestor. Deine Freunde sind tot. Das war das Werk des Lannisters! Ich gab ihm mein Leben und nun nehme ich mir seins. Ich hab das Schwert ins Meer geworfen. Hol es dir. Es brachte mir nichts als Unglück. Da ist das Schwert. Ich rede mit Polymestor. Ich wusste, dass er mich zu dir führen würde. Beenden wir das! Ich laufe nicht mehr davon, Lannister! Halt's Maul, du Dreckskerl! Für Thrakien und wahre Freiheit! Stirb, du Wurm! Bei dem Kampf hätte selbst Charon geweint. Danke, Bayek. Bayek. Der Bastard hatte keine Ehre. Ich habe mir die Freiheit tausendfach verdient, doch ich brachte ihm zu viel Geld ein. In der Arena und den Betten reicher Römerinnen. Behalte Cäsars Schwert. Es gehört dem, der für Freiheit und Ehre einsteht. Danke. Ich beflecke es mit dem richtigen Blut. Dem gerechten Blut. Was hast du vor? Fischen, meine Netze flicken und mir eine gute und füllige Frau für den Lebensabend suchen. Ich mache das Beste aus meinem neuen Leben.